Servus und willkommen zu einer neuen Staffel bzw. zu 7 Days to Die in der Vollversion 1.0. Niemand hätte es geglaubt, aber es ist soweit. Ja, ich möchte wegen 7 Days mit euch zusammen machen. Natürlich nicht Vanilla, sondern natürlich Modded. Das ist jetzt sozusagen die erste Folge. Ich werde immer so versuchen, so 30 Minuten Folgen zu machen. Ich weiß, einige fangen jetzt schon das Lachen an, aber nein, das will ich wirklich. Das heißt, so einen halben Tag ungefähr in der Folge, weil ich will 60 Minuten machen mit einem Tag. Das machen wir aber gleich. Als allererstes erzähle ich euch mal, welche kleinen Mods, dass ich drin habe. Ich habe einmal drin Elevators. Ich habe einmal drin, das werden wir dann irgendwann halt auch im Spiel sehen. Ich habe Lootable Zombies drin. Das heißt, das ist wie alt her, dass man da halt auch was rauskriegt. Ich habe, was habe ich denn noch alles drin? Genau, von Warsack habe ich Farmlife drin. Also das heißt, es gibt in der Welt Bäumchen, es gibt Seeds und so weiter. Also man kann da viel mehr machen. Man kann auch, soweit ich jetzt weiß, noch Tiere züchten. Das wollen wir auch alles rauskriegen. Alles auch neu für mich. Und was habe ich noch drin? Ich habe noch drin, genau, ein Hut, das seht ihr gleich, und einen Backpack-Mod mit 84+. Das machen wir auch gleich. So, wir möchten ein neues Spiel starten. So, und der Spielname wird heißen LP minus Drex World. So, die Spielewelt wird sein eine neue zufällige Welt. Der Startwert der Weltgenerierung ist 10 World. Die Weltgröße wird auf 10.240. Blockbeständigkeit ist unbegrenzt. Jawohl. Er ist erstmal offline. Und wir möchten eine fortgeschrittene Generierung machen. Für alle, die es jetzt nicht kennen, die Version 1.0. Da ist auch ein neuer Weltgenerator dazugekommen. Ich finde ihn klasse. Also nochmal das World. Ja, also das heißt, wenn man da oben was eingibt, dann nimmt das so ein Zufälligkeits-Gedingsbums im Hintergrund. So, also ich möchte haben Standard. Städte möchte ich viele haben. Wildnissehenswürdigkeiten machen wir wenige. Flüsse machen wir Standard. Krater machen wir aus, Risse machen wir aus, Seen machen wir auch Standard. Es gibt jetzt verschiedene Layouts. Zentraler Wald, zentrales Ödland, Kreislinie. Zentraler Wald heißt, es ist hier der Wald und außenrum sind dann die anderen Biome. Zentrales Ödland ist, wie man erkennen könnte, ist Ödland in der Mitte. Kreis ist, das heißt, die sind alle so gut miteinander verstrickt. Das ist mittlerweile mein begehrter Punkt. Den werden wir auch machen. So, ich möchte haben keine Berge, keine Hügel, viele Ebenen. Also Berge nerven, gefallen mir nicht. Können wir ja mal irgendwann machen, wenn wir eine neue Staffel sind, da trage ich euch dann was mal einstellen. So, also eben ist ja auch nicht eben. Muss man auch nur dazu sagen. Mein Biom-Layout. Also genau, dann machen wir mal hier alles aus. Und zwar, ich möchte haben, Kiefernwald ist bei mir der vorrangige. Erstmal mit 71%. Das wird gleich weniger. So, dann hätte ich gesagt, Wüste und Schnee geht erstmal nach oben. Die sollen irgendwann so bei 20% liegen. Der verbrannte Wald geht auf 15%.
So. Und das Ödland geht auf 10%. Bin ja froh, dass das 10 ist. 9, 12. Genau. Wenn man es halt so kennt. Genau, jetzt haben wir Kiefernwald 35%, Wüste und Schnee 20%, verbrannter Wald 15% und Ödland. Nein, dann machen wir es anders. Dann machen wir hier auch 20, alles 20, 20 und der Kiefernwald geht auf 30 runter und dann das Ödland haben wir auch noch 10%. Kiefernwald jetzt 25%, verbrannter Wald 20%, Wüste 20%, Schnee 20%, Ödland 15%. Okay, also dann haben wir das, dann haben wir das. Dann hätte ich gesagt, lassen wir doch mal eine Welt generieren. Und vor allem jetzt bin ich gespannt, was rauskommt und vor allem, wie schnell das es geht. Ja. Er macht erstmal einen Stempel. Dann tut er jetzt mal die Städte machen. Und vor allem, was jetzt auch schön ist, ist, also im beruhigendsten Biom, im Kiefernwald, wo man auch die Vögelchen zwitschern hört und nur mal verstreut mal einen Zombie sieht, da sind die Städte am kleinsten und Ödland sind sie am größten. Also das heißt, wenn man die großen Städte haben will, dann muss man ins Ödland. Ja. Also ich hoffe, dass ich habe schon mal ein bisschen rumgetestet. Ich hoffe, dass wir so eine ähnliche Startbase kriegen, wie ich das letzte Mal bekommen habe. Dass wir in der Nähe vom Ödland sind, aber immer noch im Kiefernwald. Hat den Vorteil, da kann ich meine Mainbase bauen. Und in den anderen so kleinere. Das heißt aber auch, ich muss halt mir dann da auch überlegen, ob ich dann auch da in den jeweiligen Biomen dann auch so okay. Ja, so. Das ist doch schon mal schön. Ja, dass man dann da so Blutmond Bereiche macht. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier unseren Wald. Man startet, soweit ich das jetzt immer mitgekriegt habe, im Wald. Finde ich total lustig, dass die Flüsse, dass die Seen und die Flüsse alle so am Rand hier sind. Wir haben jetzt hier, okay, dadurch, dass das jetzt größer geworden ist, haben jetzt wir hier drei große und zwei mittelgroße Städte. Also hier seht ihr, die sind winzig. Verbrannter Wald, ja, das sind auch drei kleinere, eine, wenn größere, zwei große. Ja, also das heißt, wenn man eigentlich, wenn man jetzt das auch so auf die Städte guckt, ne, ist es eigentlich, man müsste eigentlich so rumgehen. Ja, da haben wir schon gesagt, cool wäre es jetzt irgendwo, wenn wir jetzt dann so hier starten würden. Ja, dass man dann sagt, okay, man hat dann auch noch Zugriff da drauf. Ja, genau. So, also, wir machen ein neues Spiel. So, jetzt fängt er an, die gen zu generieren. Ich hoffe, dass er mich nochmal genau hier reinlässt. Also, was stellen wir ein? Wir stellen ein, das bleibt offline. Wir stellen ein, wir bleiben auf dem Abenteurer. Ja, das ist mal. Also, ich habe es jetzt mal die letzte Zeit gemacht, aber ich will es da auch erstmal Silenzio haben. So, 60 Minuten ist der Tag lang. Da habe ich ja gesagt, eine halbe Stunde ungefähr. Also wir spielen immer von früh bis Mittag und von Mittag bis Nacht. Natürlich wird dann der letzte Tag, der Blutmondtag, dann immer etwas länger die Folge. Wenn ich dann eine auf den Dates kriege. Genau. Die Tage des, also 16. Ich gehe auf 16 Stunden runter. Das heißt, wir müssten haben Licht
Von 22 Uhr, nein, nicht Licht. Nacht müsste anfangen um 22 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Was ich aber nicht, nee, doch, glaub, der Händler macht trotzdem Ära auf. So, dann gehen wir mal in die Grundeinstellungen. Blutmondhäufigkeit 7 Tage, Blutmond Tower 0, Blutmondwarnung am Abend, Blutmondzahl 16 Feinde. Tag, Zombie-Geschwindigkeit ist gehen, ist klar. Nachts ist bei denen joggen. Wild ist rennen. Blutmond ist sprinten, ist klar. Wild-Zombie-Gespür lasse ich jetzt nochmal aus, kann man immer wieder mal anmachen. Könnt ihr mir mal schreiben. Abwurf aus der Luft gibt's nicht, wird auch nicht markiert. Abgeschritten. Blockschaden, das ganze Zeug bleibt alles an. Die Beute wird nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wenn weg, dann weg. Todesmalus bis jetzt nur EP. Dann fallen lassen beim Tod ist alles. Fallen lassen beim Verlassen des Spiels ist nichts. Erscheinen der Gegner ist an. Kreativmodus ist aus. Und die tägliche Quest Fortschrittslimit ist 3. Also das heißt, nach 3 Stück ist kannst du zwar was machen, aber geht nicht mehr in den Fortschritt rein. Mehrspieler, habe ich eigentlich drin. Ist eigentlich nicht mal so wichtig. So halb. Denn in dem Bereich kann man seine Fortress und Lagerfeuer und was es auch alles ist, wieder nehmen. Darum habe ich das auch auf die höchste Stufe, weil ich versuche auch meistens in diesem Bereich zu bauen. Wobei, ja, nein. Ihr kennt mich. Gut, dann hätte ich gesagt, wir starten und wir werden als allererstes eine auf dem Wald kriegen oder so. Ja, gucken wir. Wir laden die Blöcke. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Genau, ich habe noch Anime Health. Anime Health. Gott. Schweres Wort. Ja, super. Er stellt mir gerade den Bildschirm um, weil er es kann. Merke ich gerade. Also nicht gerade wundern, dass ihr gerade einige Sachen nicht mehr seht. Ich hoffe, das macht er gleich wieder rückgängig. Stundenlang sitzt man da und stellt das ein und dann kriegt man den freundlichen Finger gezeigt. Ja, aber beim Laden ist es nicht so wild. Und beim nächsten Mal bin ich schon in der Welt drin. Das ist ja dann auch kein. Aber wir wollten jetzt zusammen die Welt generieren und schauen, wo wir rauskommen. Das ist schön. Quests teilen seht ihr gerade nicht. Na, dann initialisiere ich mal etwas schneller, bitte. Wie gesagt, ich werde jetzt auch immer wieder am Stück länger aufnehmen. Kennt man ja bei mir mittlerweile. Hat sich auch ein bisschen was verändert, aber das Schöne ist, es hat sich auch da nichts verändert. So, wir gehen mal schnell in Videooptionen rein. Ne, ich habe ein bisschen breiteren Bildschirm. Anwenden bitte. Zurück. So, jetzt seht ihr auch. Also, wie gesagt, wir fangen klein an. Zuerst sozusagen die UI. Also, was man sieht halt, ihr habt eventuell unten bei der 1, 2, 3 sind zwei so Balken. Die sind jetzt bei mir auf der linken Seite unten. Sozusagen einmal mit der Gabel das Essen, einmal mit dem Tropfen das Trinken. Und in der Mitte, das baut sich auf, sehe ich die XP. Und drüber natürlich die Ausdauer und die Heilung und beziehungsweise auf welcher Blockhöhe wir sind. Wir sind gerade auf plus 43. Bin am Tama, bin ich am Himalaya rausgekommen oder was? Aha.
Normalerweise habe ich ja auch immer diese kleinen Dinger aus, also diese kleinen Gebäudchen. Ich hoffe, dass die mir jetzt das nicht verderben, dass ich dann jetzt dann kilometerweit latschen darf, bis ich dann ein Dörfchen sehe. So, genau. Öffne das Herausforderungsfenster. Das ist nämlich jetzt neu. Das ist das hier. Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, ich habe das jetzt eingelöst, ich bin jetzt da drin gewesen. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung. Einlösen, Tutorial und so weiter und so fort. Und jetzt soll man Pflanzenfaser sammeln, Holz sammeln und kleine Steine. Das Schöne ist, man soll eine Spitzhacke bauen, Steinaxt bauen. Man soll was ernten, man soll sich Rüstung fertigen und so weiter und so fort. Das kann man auch, wenn man es ein paar Mal schon gemacht hat, auch machen, ohne dass man da reinguckt. So, und man kriegt eine kleine Hilfe, dass man weiß, was was ist. Finde ich auch ganz nett, vor allem wenn man sich am Anfang noch nicht so auskennt. Hallo. So, was mein kleiner Mod zum Beispiel auch noch macht, erstens, die schauen ein bisschen anders aus bei euch. Weil das ist, wie vorhin gesagt, von Warsack, wie heißt es? Plants Overhaul. Ja. Das sind auch noch viel, viel schönere Pflanzen drin, wenn jetzt einige sagen, oder auch nicht. Naja, weil diese Welt muss man sich schön kiffen. Genau. So, was ist da auch drin? So, schauen wir mal. Wir haben Pflanzenfaser, müssen wir noch sammeln. Jetzt brauchen wir noch kleine Steinchen. Die werden hier auch angezeigt. Hallo. Und das Schöne ist, zum Beispiel dadurch kann ich jetzt auch diese mit E diese ganzen Pflanzen pflücken. Das ist auch wieder reingekommen. Glaube ich, gab es mal ganz, ganz früher. Ich habe es, wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gemacht. So, und was jetzt auch neu ist, man kann jetzt diesen Lock-Mode hier aktivieren. Und das ist jetzt hier alles grün. So, und jetzt kann man aber hingehen und sagen, okay, ich möchte eigentlich, dass diese Felder hier gesperrt sind. So, und dann macht man das einfach so und dann tut er die nicht umräumen. Es ist angenehm. Weil es kommt einiges dazu, was ich nicht sofort weghaben möchte. So, dann hat er jetzt gesagt, wir sind fertig, wir sollen eine Steinaxt machen. Ach, da oben. Jawohl, und ihr seht, ne, er hat es gleich gemacht. So, du kommst dahin, das Essen kommt dahin. Da kommt dahin, die Fackel kommt dahin. Hier ist eine schon Notiz, bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Sonst gibt es Konsequenzen. Ich vermute, dass das mal irgendwann mit einem kleinen Update oder mit einem größeren eventuell eine Relevanz haben wird. Ja, vor allem wenn ich vermute, wenn die Banditen dazu kommen, weil man diesen Zettel ignoriert hat. Und ihn, wie ich jetzt gerade ganz böse einfach zerrissen habe. Wie kann ich nur? So. Ich soll die Steine festhalten. Herzlichen Glückwunsch gehalten. So. Ich mache erstmal nur die Bäumchen platt, die wo auch wirklich kaputt sind. Heißt man, die Funktion gezeigt, dass man die Bäumchen hauen soll. Mit 10 Holz, ja, das habe ich schon fast gemacht, dass ich nicht mal auf den Baum angeschlagen habe. Aber hauen wir natürlich komplett weg. Aber wie gesagt, ich habe jetzt in der letzten Zeit ein bisschen doch, wo die Einzel also angekündigt wurde im Experimental, da habe ich jetzt rumgedoktert. Ich glaube, davor habe ich noch 19 rumgespielt. Da war es gerade 18. Also das ist, einige Sachen kenne ich selber nicht mehr. Aber werden wir zusammen kennenlernen. So, fertiges Outfit. Ich soll ein Outfit fertigen. Jawohl. Gehen auf die Tab-Taste. Ein primitives Outfit erstellen. Und
Genau. Dann schauen wir mal uns den jungen Mann mal an, der hier in der lustigen Boxershort in der prallen Sonne bei 16 Grad. Okay, prallen Sonne, aber nicht warm. Der schritt sich, glaube ich, gerade was weg. Haben wir ein schönes Gewand, weil das ist jetzt auch neu. Und das, wenn ich jetzt trage, dann habe ich jetzt nicht mehr wie früher, ich brauche eine Hose, ein Oberteil, sondern ich habe jetzt immer noch vier Teile. Das heißt, ich habe jetzt einmal einen Bereich für den Kopf, ich habe einmal ein komplettes Gewand, ich habe einmal Schuhe und einmal Handschuhe. Ich glaube, früher waren es 6, 8 oder sogar noch mehr. Bin ja mal gespannt, ob sie da noch viel mehr Erweiterungen machen. So, und dann einen Holzknüppel. Den baue ich gerne, weil das ist mein bevorzugtes Gerät, um ganz gewisse Leute auf den Kopf zu hauen. Dann brauchen wir noch einen Bogen. Der Bogen kommt bei mir auf die Position. Ich habe das. Erstmal hier hin. Ich hoffe, das brauchen wir auch noch irgendwann. So, dann machen wir eine Munition. Jawohl, meine Pfeile sind auch fertig. Öffne das Herausforderungsfenster. Herausforderungen. Jawohl, wir haben nämlich jetzt alles abgeschlossen. Also so kommen da auch hin. Ja, oder wie gesagt, die Y-Taste. Und jetzt können wir dann da hingehen und sagen, wir drücken jetzt B. Das heißt, jetzt hat man nämlich einen Vorteil. Ich habe jetzt diese drei abgeschlossen. Also ich habe jetzt immer die ganze Zeit ein bisschen XP gesammelt. Gibt da dafür immer eine Belohnung 100 XP. Aber jetzt kommt nochmal eine wunderbare Sache. Und zwar, wenn ich jetzt die Hauptbelohnung einlöse, dann bekomme ich eine Gruppenabschlussbelohnung. Und das heißt, ich bekomme, ich glaube, 3 Level. Genau. Und jetzt schaltet man auch gleichzeitig, ja, gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Danach ist den Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du die Ware kaufen und verkaufen und Geschichte mit unseren friedlichen Bürgern austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. Ich heiße nicht Noah. Ist egal. Ja, schön. Dann gehen wir jetzt nochmal da rein. Dann haben wir jetzt hier, sind jetzt alle anderen Quests aufgegangen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel hier die Quest, zerlegen Gegenstände. Wenn ich jetzt hier, wie es hier so schön heißt, verfolgen mache, dann kann ich das mir hier oben angucken. Also das ist wie also so Quest-Festpinne. Ne? Wenn ich das jetzt hier mache, schreibt er mir hin, zerlege 5 Gegenstände, dann habe ich diese Quest abgeschlossen. Das Schöne ist, man kann es auch komplett erstmal ignorieren und einfach ein wenig spielen, weil man macht das sowieso nebenbei. Und man zerlegt immer wieder was, man baut sich, ne? Zum Beispiel hier sagt er, fertige einen Gebietsschutzblock oder fertige einen Schlafsack. Das kommt alles. Das ist zum Beispiel super gemacht, finde ich. Im Gegensatz zu den Sachen früher, wo du einfach einen, da hast du immer gesehen, wo die Leute gespawnt sind, weil da stand immer ein fertig gecrafter Block rum. Herzlichen Glückwunsch, brauche ich nicht. Ich möchte den dahin machen, wo ich gerne will. Und dann gibt es hier noch den zweiten, den fortgeschrittenen. Und da muss man halt dann ganz gewisse Sachen sammeln. Wie zum Beispiel sammel 2000 Holz. Oder sammel Silberklumpen, Goldklumpen, Diamanten und so weiter. Und da gibt es halt hier dann 10.000 XP. Das ist halt... Da schauen wir, wie weit dass wir da kommen. Dass wir da so viel wie möglich auch noch abschließen. Okay. So, dann hat er mir jetzt gesagt, er hat einen Händler. Dann gehen wir hier wieder rein. Und zwar in unsere Quest. Bürger von White River. Und dann machen wir hier den Kompass an. Und dann haben wir jetzt 890 Meter, wo man spazieren gehen. Schauen wir mal, ob wir nette Leute kennenlernen. Ich werde am Anfang nicht so viel Gruß mitnehmen, wenn ich mal an einem Baum vorbeilatsche, der... den man halt mal so abhauen könnte, dann werden wir das tun. Weil, genau, das ist ja das, was ich auch gesagt habe, ne? Ich habe da einen größeren Mod drin. Normalerweise ist das ja, ich glaube, nur so viel. Aber, ja,
Also dann ist es einfach für mich nur ein hin und her gerenne und für euch ihr guckt zu, wie einer hin und her rennt. Ich weiß nicht. Also ich finde das ein bisschen angenehmer. Den Loot habt ihr gesehen, habe ich auf 100%. Ist mal jetzt für mich eine Herausforderung, weil normalerweise haben wir immer 200% an. So, holen wir auch gleich mal auf. Oh, sieht. Ja, weil das ist dann eine kleinere Herausforderung. Wie gesagt, ich kriege hier auch Loot durch Zombies. Und ich muss halt mich dazu bewegen, halt auch mehr in Städte zu marschieren. So, wenn man F drückt, kommt man hier in die Karte. Oh, okay, ich gehe jetzt mehr nach unten. Ja, wir werden sehen, ob ich jetzt dann hier bleibe. Aber ich vermute ja. Kommt darauf an, ob das jetzt halt ein kleiner Händler oder ein großer ist. Weil das wird auf jeden Fall interessant. So, diese Schranke nehme ich hier auch mit. So, wir haben gestartet, ich glaube, um 6 Uhr. Das heißt, wir werden bis 18 Uhr unterwegs sein. Wie gesagt, ja, also ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus auf der höchsten Stufe spielen, weil es ist auch ein bisschen Entspannung dabei. Wir möchten das Spiel ein bisschen kennenlernen. Vielleicht dann lassen wir mal irgendwann eine Staffel machen, die etwas höher ist, oder wenn dann auch ganz große Modpacks noch kommen, dass wir dann da vielleicht was machen. Aber wir machen jetzt erstmal das ein bisschen fertig. Und schauen wir, wie weit wir da kommen mit einem schönen Base bauen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich schaue mir auch einiges an. Es gibt viele, die sagen, okay, ich suche ein Haus und gehe aufs Haus drauf und dann brauche ich da nichts machen. Ich habe aber für mich gelernt, dass wenn man eine eigene Base baut, dass das viel effizienter ist. Also erstens, ich mache mir ja schon mal Gedanken, wo baue ich mir was hin und nicht einfach, okay, ich bin jetzt in der Stadt und habe das Haus da einmal freigeräumt und baue da meinen Schlafsack drauf und habe fertig. Sondern ich merke das vor allem bei mir, wenn ich halt weiter farmst du XP wie ein Wahnsinniger. Weil du gehst halt hin und sagst, okay. Ja, der erste Nachbar, ja, guten Tag. Ja, für Sie. Ja, es gibt den normalen Schlag, also den hier. Und dann sprudelt. Ja, und das war jetzt halt diese Möglichkeit, dass ich halt den Herrn hier, der was dabei hatte. Also, er hat nicht viel dabei, sondern ein bisschen was dabei. Und ich kann den noch zerlegen. Ich da lang genug drauf hau. Ich habe den auch, glaube ich, den Timer habe ich, glaube ich, auch schon halbiert, dass die eher dazu Leichen werden. Den nehmen wir auch mit. Wir werden das eigentlich noch kennenlernen. Vielleicht laufe ich sogar an einen Baum vorbei, dass ich euch den zeigen kann. Farm kann ich schon mal eingeben. Na, also Farm Lifestyle und das gibt es halt alles Schönes. Und wenn ich jetzt hier mal Seed eingebe, ne, dann habe ich halt, also da ich kann hier Landwirtschaftssimulator. Alter, erschreckend nicht so. So, wie viele Knochen habe ich eigentlich bekommen? 6. Das ist sehr schön, das heißt, wir bauen uns jetzt auch ein Knochenmesser. So, dann haben wir hier noch was zum Essen. Da kann ich den noch ein bisschen leichter sein.
hinten haben wir nochmal einen Bowie. Gehen wir mal in die Deckung. Ich treffe den jetzt bestimmt wieder nicht. Ich war schon mit dem Bogenschießen besser. Ah, ich habe jetzt noch einen Pfeil. Da würde ich mich freuen. Ich will doch nur wegen Schaden machen. Nein, halt nicht. So, Steinpfeile. 20 Stück. Ja, machen wir welche fertig, bitte. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Weil sobald er eine nicht sozusagen wahrgenommen hat. Und ich irgendwann mal treffe. Ja, da kriegt man einen Schleichschadensbonus an 3,5 Wachen. Angenehmer. Tschüss. Ein bisschen Katzenfutter. Ich nehme jetzt gleich ein bisschen Baumwolle noch mit. Kann ich eigentlich auch mit E drücken. Lassen wir ein paar Stoffwechseln auch kriegen. Oh, wir müssen zum Händler. Denn ich weiß ja noch nicht, ob ich da bleibe oder ob ich da woanders hin muss. Naja. Sag mal. Hier ist ganz schön, der Wald bevölkert. Früher war ich immer Freund vom Bogen. Wir müssen jetzt noch gleich die Kupplung verteilen, das ist eigentlich am Anfang. Wenn wir jetzt nämlich die Taste N drücken, sind wir hier nämlich in unseren Fertigkeiten drin. Oder ihr drückt da oben auf Tab und dann hier drauf. So, und wir haben 4 Punkte bekommen über die Quest. Das war das, was sozusagen am Anfang war. Und was ich jetzt für mich sagen kann, ist, überlegt euch am Anfang, was ihr machen wollt. Also wollt ihr mit dem Speer spielen oder Präzisionsschütze sein, dann geht auf Wahrnehmung in dem Bereich. Wenn ihr sagt, nein, ich will mit dem Vorschlaghammer, mit einer Rotflinte oder mit der Keule spielen, dann geht auf Stärke. Wenn ihr sagt, ich bin aber einer, der wohl mit Maschinengewehr, also mit Fäusten und mit, glaub, Jägersmann, teilweise auch mit dem Messer rumhantiert, dann geht auf die Standhaftigkeit. Beweglichkeit ist Bogenschießen, Revolver und ich glaube Messer, genau, Messer und Macheten. Intelligenz ist, ich glaube, so, wie heißen die Dinger? Nunchucks, glaube ich. Also die Teile da, zwei Holz und Kette dazwischen. Und ich glaube auch so Stromteile und so weiter. Dann geht da drauf. Also ich bin jemand, der spielt jetzt erstmal die Keule. Und ich, da ich ja auch alleine bin, weil das muss man nämlich mitdenken, brauche ich auch noch die Konstruktion. Die wird für mich am Anfang wichtig sein, weil da lädt man sich sozusagen die Ausdauer hoch. Aber ich gehe jetzt erstmal in die Stärke und mache 1, 2, 3 Punkte in die Stärke. Wenn ich so ein komisches Geräusch höre, laufe ich mal ein bisschen weiter, nicht dass wenn man eine Schlange neben mir ist und meint, sie muss sich jetzt Abendessen suchen. Was soll sie weitersuchen? Genau. So, noch mal rein. Habe ich noch einen Punkt und den haue ich natürlich jetzt in die Frühfeder. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen 10% mehr Schaden. Angriffe fügen betäubten Gegnern 40% mehr Schaden zu, also wenn sie auf dem Boden liegen. Und kräftige Angriffe haben eine Chance von 60%, den Gegner zu Boden zu werfen.
Und Ausdauer wird um 8% und kräftige Angriffe um 15% verringert. Also, ne? Das heißt, das da hält länger. Das ist der Prügelfreund. So, dadurch, dass ich jetzt ja schon in die Stärke gegangen bin, ne? 210% mehr Schaden mit Kopfschüssen, mit Schrotflinte, Knüppeln und Vorschlaghammern, kann ich jetzt, ja, die lustig herstellen. Also Arme und Beinchen weg und weg. So, der Milchtrinker macht dann noch mal ein bisschen mehr. Das Weichei auch. Und da sind wir jetzt. Also das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen was für uns genutzt. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal ein Schildchen. Ich sehe auch ein Dörfchen. Oder ich sehe... Schauen wir mal, vielleicht wird es ein Dorf. Du mal stehen bleiben. Danke. Ich will nicht so ganz doof rüberkommen. Danke, dass ihr mitgenommen habt. Herausforderung Kombi-Töten abgeschlossen. Das meine ich mit Macht weg nebenbei fertig. Darum mag ich auch dieses Looten, also dass dann ein paar, dass die ein bisschen was dabei haben. Ich finde nur, weil sie jetzt Zombies geworden sind, die haben noch Hosen an, also sind die Teile auch noch drin, die wohl in den Hosen waren, bevor sie Zombies waren. Und dann kann man das natürlich auch dann so argumentieren. Hallo. Der das nicht dabei gehabt, ne? Jetzt, da meinen die jetzt. Man kann jetzt mit denen ein bisschen rumspielen. Wenn man vor lauter Armen den Körper nicht mehr trifft, dann hat man auch gewonnen. Oh, und am Anfang ist Monster killen wichtig, weil die bringen gut XP. Ah, der hat mich leider schon gesehen. Weg. Auf die 12. Plane für Lüchen, junger Mann. 5 Dollar hat er dabei. Jetzt wieder auch so, was die da unten sind. Und, nicht wundern. Also, nicht war da unten. Man sieht zwar da unten diese Gesperrtfelder, das ist egal. Also du bist nicht überladen, nur was du hier drin bist, sondern dann darfst du halt einfach hier zwei nicht verwenden. So, wir gucken mal. Aber das schaut mir halt wirklich danach aus, als wäre das jetzt ein kleiner Händler. Und kein Dorf in der Nähe. Ja, hervorragend, das heißt, wir dürfen am Anfang ziemlich viel leisten. Ja, das ist sehr schön, du hast gleich Nadeln und Faden da gelassen. Kann ich das gleich nehmen? Hast da eine blutende Wunde im Kopf? So, das heißt, wir gehen zu Rekt. Der freundlichste aller NPCs. Guten Tag. Oh, let me guess. You need to buy something. I'd shake your hand, but I bet you got dysentery. So, the way you smell. Nächste Quest. Hat schon so viel. So, und zwar, deswegen habe ich auch keine Schaufel gebaut. If you want a job from me, can't say I'm not surprised. Good so, luck, kid. Nämlich eine Ausgrabequest, dass man auch gleich die Art von Quest auch noch kennenlernt.
versuchen wir auch noch gleich abzuschließen. Und man sieht einen Bäumchen aus meinem Mod. Also nicht aus meinem. Ja, ja. Wenn ich euch ignoriere, ignoriert ihr mich auch. Bin ganz fest überzeugt. So, was ich jetzt leider noch nicht rausgefunden habe, ob ich auch diese Bäume irgendwann wegkriege. Vielleicht muss ich es einfach nur buddeln. Denn wenn ich jetzt an den Baum rangehe, schaut aus wie ein Bananenstaude. Ja, Bananen-Tree. Den kann ich jetzt ganz normal abhauen. Aber dann verschwindet der Baum nicht, sondern er wird zu einem kleinen Baum. Seiner kleinen Staude. Und der muss wieder wachsen. Den kann man dann wieder, wenn er wieder fertig ist, wieder ernten. Wir haben jetzt rausbekommen 2 Bananen. Es wird hoffentlich irgendwann mehr. So, aber ich sehe da hinten auf jeden Fall, doch, da ist eine Stadt. Das ist doch gar nicht mal schlecht, dann können wir sogar hier bleiben. Wir gucken nochmal so halb hin. Ja, wo renne ich hin? Ich muss hier graben. Renn schon mal 3 Kilometer weiter. Puh, weil ich kann's halt. So, ein hüpfendes Ausrufezeichen. So, und bevor wir das aktivieren, machen wir mal den Baum da weg. Weil ich habe da keinen Bock, dass dann auf einmal da ein Zombie irgendwo steht und mir ins Ohr beißt. Weil er mir was erzählen will. Nur die erste Mission, da hat man Glück, da hat man diesen kleinen Kreis. Die bleiben nicht so klein. Leider nicht. So, wir reparieren mal schnell mit der A-Taste. Die Axt, weil die schon ziemlich gut war. Wie gesagt, für alle, die die Musik nicht kennen, wenn man jetzt halt genügend buddelt, dann wird der Klein, dann wird der Kreis kleiner, dass man weiß, wo man hin muss. Das soll sozusagen die Aufgabe einem auch erklären. Was ich nicht schon vorher verraten hätte, wenn ich gespoilert habe. Genau. Was man auch noch finde ich jetzt auch, ich bin mir jetzt finden, muss ich nur sagen, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass es durch ein Update kam. Sieht, wie weit, also ich bin jetzt drinnen bleiben, 0,5 Meter, 0,1 Meter und so weiter. Also das heißt, man darf sich jetzt, ne, 25 Meter entfernen. Wenn man da dann rausgelatscht ist, dann hat man den Bereich verlassen und dann ist die Quest als verloren. Also versucht, in diesem Bereich zu bleiben. Ja, am Anfang, man sieht, ne, man hat Ausdauer gleich 0. Das heißt, man fuddelt etwas länger. Und man ist schneller erschöpft. Ich bin auch zum Beispiel kein Freund davon, dass man dann irgendwann so schnell wie möglich auf Eisen und auf Stahl geht, wenn man die Ausdauer nicht dafür hat. Weil das nützt mir doch nichts, wenn ich eine Stahl kaufe in der Hand halte. Aber nach 2-mal Stahlstaufel im Boden hauen, braucht das Männchen ein Sauerstoffzelt. So, du näherst dich dem Schatz. Und es kommt noch gleich eine schöne Sache dazu. Ja, man braucht immer so an die 20 Ausdauer. Wenn man jetzt gleich den Schatz gefunden hat, dann kommen Freunde und wollen den einen.
schmeiße, dass ich nicht genügend Ausdauer habe. Und es kommt noch dazu, darum finde ich ja auch dieses UI ganz schön. Ich werde die ganzen Mods, die wo ich drin habe, in die Beschreibung unten mit reinpacken. Also, wenn ihr es noch nicht gleich am ersten oder zweiten Tag seht, seht mir bitte nach. Sie kommen. Hallo? Mo. Oh. Wieder gehen. Danke. Bleib mal da liegen. Das ist so ein abschreckendes Beispiel. So. Er sagt mir, da ist der Schatz. Das heißt, ich muss jetzt dann noch weggraben. Dann habe ich das auch erreicht. So, und jetzt nehme ich das auf. Nehme ich das raus und... Da kommt eine nette Krankenschwester. Ja! Will dich beatmen. Aber die hat auch nichts dabei. So, zurück zum Händler. Das schließen wir noch ab. Das Schöne ist nur, ich werde auf jeden Fall auch viele Screenshots machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob es in 7 Days eine Screenshot-Taste gibt. Ich auch mal. So, jetzt werden natürlich einige sagen, was, jetzt fängt er mit 7 Days an, jetzt wird das andere liegen bleiben. Nein, also es wird zwar 7 Days, wird jetzt ein bisschen am Anfang hochgedreht, klar. Ich habe momentan so vor, dass ich sage, heute muss die erste Folge rauskommen sein am Freitag. Das heißt, der zweite Teil kommt dann raus am Samstag. Am Sonntag geht es mit dem GT weiter. Dann Montag, Dienstag kommt Tag 2. Dann wird Mittwoch GT kommen. Dann. Smells like. Wipe that smirk off your face. Doing one job doesn't make us pals. Got it? So, und dann ist das Schöne, wenn man jetzt das hier als abgegeben hat, dieses Teil hier. Da kann man jetzt dann halt hier sich ein Paket holen, wo man halt sagt, ich möchte ich möchte einen Stab haben, weil man halt in dem Bereich bin. Ich bin jetzt der Schrotflinten-Johnny, weil streut besser. Da braucht man nicht so zielen. Reicht ungefähr in die Richtung und hat Spaß. So, da schließen wir ab. So, und jetzt kann ich mal fragen, ob du welche Aufgaben hast. Jawohl, sehr schön. Das ist das Wichtige, weil ich muss Aufgaben abschließen. Wir gehen dann in... Oh, look who's talking. Get moving, jackass. This don't pay by the hour. Bye. Or bye. Nein. Bleib da. So, und altes Geld. Darum auch immer unten. Ist wichtig. Das verkaufe ich. Dafür kommt dann das daneben hin. Ich bin ein Freund von sammelwütig. So, und ich verkaufe aber meine Baumwolle noch. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Das ist doch nett. So, 19.05 Uhr. Ich brauche mir heute nicht mehr überlegen, noch in 3 Stunden schaffe ich es nicht. So, aber für mich schaut hier die Gegend ganz, ganz passabel aus. Wir werden hier hinten unsere Base bauen, das heißt, das Zeug muss hier noch alles weg. Weil ich bin immer ein Freund von sei in der Nähe vom Händler, weil dann kannst du auch schnell die Sachen abgeben. Aber wir schauen noch schnell. Nein, ich will nicht in den LKW gucken. Die gucken mich so komisch an. Gott sei Dank stehen die Leichensäcke nicht auf. Das wäre noch. Das da hätte ich erschrecken, glaube ich. Hallo? Ja, also wie gesagt, aber meistens nichts. Wir machen die Doktor. Ja. Und der ist jetzt leider nicht gekommen, weil da halt ein Push war. Ich wollte noch da hinten, dann nach hinten gucken, wie es da hinten ausschaut. Da müsste ich nämlich nichts wegmachen. Da wäre ich auch noch näher.
So, was ist denn hier los? Das ist nicht. Wir müssen da. Und die hat mir ein Buch da gelassen. Das ist doch nett. Ja. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal genau anschauen und überlegen, wo wir jetzt genau hingehen. Gehen wir darüber oder bleiben wir hier? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.